dieser Aufenthalt in Positano war für mich total wichtig und total produktiv. Und ich finde einfach dieses Stipendium und diese Chance zu haben schon wirklich sehr cool. Solche Residenzen gibt es einfach nicht so viele, wo man einfach einen Monat in einem wunderschönen Haus in Positano verbringen kann, ohne unbedingt jetzt ein neues Stück zu schaffen, sondern sich auf eigene Arbeit zu konzentrieren und vielleicht irgendwas Neues zu generieren, um Neues zu schaffen. Die konzeptuellen Ansätze sind in allen Stücken ein bisschen anders, aber die befassen sich fast immer mit Popkultur und mit Nostalgie und mit allen diesen Nebenprodukten, die dazwischen dann existieren. Es interessiert mich als Komponistin nicht unbedingt, dass die Klänge extrem schön sind oder dass die irgendwelche Ästhetik reproduzieren, sondern eher, dass die auf unterschiedlichen Ebenen funktionieren. Das ist manchmal eine nostalgische Ebene, manchmal einfach eine körperliche, aber ich glaube, das ist das Wichtigste für mich.